Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Wir machen heute diese süße Karte und zwar ist es hauptsächlich eine Karte, in der wir Restpapier verarbeiten. Ich habe immer wieder das Problem, dass ich immer mehr Restpapier zusammensammle, ohne es dann wirklich zu verwenden. Und deswegen dachte ich mir jetzt, ich werde mir ein bisschen Restpapier raussuchen. Das ist auch alles Restpapier von Faltkarten, beziehungsweise das da hier habe ich mit dem Stempelkissen von Faltkarten gemacht, mit dem da hier. Das Tutorial dazu verlinke ich dir hier oben noch in der Infobox. Da habe ich auch ein ganzes Video dazu gemacht. Das brauche ich dir jetzt, glaube ich, nicht nochmal erklären. Genau, das verwende ich. Hier haben wir so ein bisschen embossed und das ist ein Schriftzug aus einem Stempelset von Kurike. Und das zeige ich dir jetzt auch gleich nochmal. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Tutorial. Für diese Karte starten wir hier mit dem Stempelkissen in Weihnachtsrot von Faltkarten und dem Stempelset, das heißt Geburtstagswünsche. Und dann nehme ich mir den Schriftzug. Schöne Augenblicke sind das Glück des Lebens. Hier habe ich mir auch schon so ein kleines Stückchen Papier zugeschnitten und das stempeln wir jetzt ganz einfach hier mit so einem Block. Wenn wir das dann fertig haben, dann legen wir das jetzt kurz auf die Seite zum Trocknen. Und dann habe ich mir für das Projekt hier schon ein bisschen Restpapier zurechtgesucht. Und zwar einmal das da hier, das ist aus dem Faltkarten-Papierset, was ich dir unten in der Infobox noch verlinke. Da ist dieses Stückchen übrig geblieben. Und dann hatte ich noch so eine Vespa-Karte gemacht. Da ist dieses Stückchen übrig geblieben. Und ich fand die beiden sehr schön zueinander passend. Deswegen werden wir die jetzt einfach verwenden. Dann brauchen wir jetzt natürlich noch einen Kartenrolling. Und den falze ich mir jetzt noch ganz kurz. Und dann kann der auch erstmal auf die Seite. So, also ich hatte mir das jetzt so überlegt, jetzt brauche ich ihn doch noch ganz schnell, weil ich es dir zeigen möchte. Das Papier hier lasse ich einfach in der Größe, wie es momentan eh schon ist. Dann würde ich das hier so draufsetzen. Den würde ich irgendwie hier mit reinmachen. Und dann wollte ich mit dem Kulrike-Stempelset alles Gute hier oben stempeln, aber das stempeln wir und embossen das in Weiß. So. Das soll hier oben hinkommen. Also du siehst, das wird jetzt auch wieder eine ganz, ganz simple Karte, aber wir kriegen wieder ein bisschen Restpapier weg und das ist bei uns Bastlern ja auch immer so eine Challenge eigentlich. Dafür brauche ich jetzt mein Versamark-Stempelkissen und ich nehme hier von Wow das Opaque Bright White Super Fine Embossing Powder. Und dann legen wir auch schon los, dass wir uns die Stempelhilfe holen. So, dann legen wir uns das, was wir bestempeln wollen, hier rein. Dann müssen wir uns natürlich unser Papier entfetten. Dafür nimmst du deinen Stamping Buddy oder was du einfach zur Verfügung hast. Und dann entfetten wir uns hier mal unser Papier. Und dann achten wir natürlich darauf, dass wir nicht mehr drauf fassen. Ganz, ganz wichtig. So, dann die Schriftzüge. Alles Gute. Ich finde immer, dieses alles ist fürchterlich schwierig zu positionieren, weil das A fällt hier immer so ein bisschen runter. Und dann denkt man immer, es ist schief, wobei es gar nicht schief ist. So, jetzt schauen wir mal. Und dann schnappe ich mir meinen Versamark und gehe hier über meine Stempel drüber. Stempel mir das einmal ab. Nehme meine Stempel ganz vorsichtig wieder auf und gehe nochmal drüber. Nehme ich mir mein Stück Cardstock von meiner Stempelhilfe runter, hole mir jetzt hier einfach so ein weißes Kopierpapier und streue mir mein Embossingpulver über meinen gestempelten Schriftzug. Das überschüssige Embossingpowder klopfe ich dann noch so ein bisschen ab. Dann gehe ich noch mal hinten mit dem Finger so ein bisschen drüber und alles, was jetzt noch überschüssig ist, nehme ich mir ganz kurz mit dem Pinsel noch ab.
Dafür nehme ich mir hier einfach so einen ganz kleinen Pinsel und schau dann, hier sind noch ein paar Körnchen, die können weg. Hier. Weil wenn wir uns die nicht vernünftig wegmachen und dann einfach mit dem Embossingföhn drüber gehen, dann bleiben die und dann schaut das aus wie so kleine Sprenkel. So. Gut, wenn wir uns jetzt alles, was nicht hingehört, weggenommen haben, dann hole ich mir hier eine Unterlage und dann föhnen wir unseren Schriftzug mit dem Embossingföhn. Ich nutze dafür diesen Ranger Heated. Den machen wir einfach kurz ein bisschen an, lassen den warm laufen und dann gehen wir über unseren embossten Schriftzug. So, dafür gehen wir einfach hier so ein bisschen hin und her. Pass auf deine Finger auf, es ist heiß. Auch gerne mal von unten, weil ich habe hier Aquarellpapier und das biegt sich natürlich ein bisschen. Jetzt siehst du hier schon, das Embossing Powder schmilzt und der Schriftzug kommt richtig schön zur Geltung. So, jetzt noch ein kleiner Hinweis, halt das Papier so ein bisschen gegen das Licht und dann siehst du, ob wirklich alles schon geschmolzen ist. Bei mir schaut das jetzt hier schon ganz gut aus. Und dann legen wir uns das kurz beiseite, dass es noch so ein bisschen antrocknen kann. Dann schauen wir uns nochmal unsere Karte an. Also hier. Und dann werde ich das jetzt alles gleich noch aufkleben. Das Designpapier klebe ich ganz normal mit Flüssigkleber auf. Das Stückchen hier werde ich mit Foamtape aufkleben, damit es ein bisschen Dimension bekommt. Und das Kleine muss ich dann gleich mal schauen. So, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich alles aufgeklebt habe. Gut, wenn die Karte jetzt soweit fertig ist, dann brauchen wir natürlich noch ein paar Nuvo Dots. Und die werden wir uns jetzt hier mal rauspicken. So, ich habe mich jetzt hier für diese großen Knubbel entschieden, weil die Karte ja schon ziemlich schlicht ist. Ich hoffe, dir hat dieses Resteverwertungstutorial gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also bis dahin, tschüss!